Ja, herzlich willkommen, Jolte, zu unserer zweiten Signalfahrt. Heute mit dem Thema, man ahnt es vielleicht schon, die Formsignale im HV-Signalsystem. Die Formsignale sind ja mittlerweile das älteste, was wir überhaupt haben. Und daher habe ich mir gedacht, erläutere ich die mal als nächstes. Ich empfehle das KS-Signalsystem-Video vorher zu gucken, weil ich mich hier einige Male auf das Video beziehen werde. Und das wird auch in der Folge so sein. Auch im nächsten Video werde ich mich eventuell auf dieses oder auf das KS-Signal-Video beziehen. Deswegen sollte man die schon hintereinander weggucken. Oder zumindest alle gesehen haben. Ja, die Formsignale sind ja mittlerweile, wie gesagt, unser ältestes Signalsystem. Wir haben jetzt hier, der größte Unterschied zum KS-Signalsystem ist beispielsweise beim HV-System. Oder generell bei den älteren Signalsystemen ist, dass man von den reinen Fahrtbegriffen her davon weggegangen ist. Früher hatte man Fahrt- und Langsamfahrt mit gewissen Abstufungen. Heutzutage beim KS-Signalsystem kennt man nur noch Halt und Fahrt. Früher kannte man, wie gesagt, Halt, Fahrt und Langsamfahrt. Heute hat man nur noch Halt und Fahrt. Und halt die Vorsignalbegriffe gegebenenfalls noch dazu. Wobei die hier beim HV-System, also auch bei den Formsignalen, die ja zum HV-System gehören, sind die hier extra. Eine Besonderheit, wir haben ja hier dieses Mastschild im KS-Signalsystem. Dieses ähnlich aussehende Mastblech am Formsignal hat überhaupt keine Bedeutung. Es steht extra so im Signalbuch drin, dass nur der Kennzeichnung. Wenn ich mich mal im Laufe dieses Videos darauf beziehe und von der Reichsbahn spreche, oder vom Reichsbahnbereich, dann beziehe ich mich immer auf die Reichsbahn der DDR. Weil es gab da, gerade mit der Einführung des HL-Signalsystems, gab es da doch einige Sachen, die im Vergleich zum KS, Quatsch, nicht zum KS, sondern zum Bundesbahn-HV-System doch geändert wurden. Deswegen, ja. Unter anderem ist das, was ich gleich sagen kann, man kann ja, Fahrtbegriffe können hier durch ein ZS3 eingeschränkt werden. Also was ich letztes Mal erläutert hatte, dieses hier. Oder halt hier oben die weiße Zahl im Lichtanzeiger. Bis zur Zusammenlegung der Signalbücher war es bei der Reichsbahn so, dass ein ZS3 nur bei Langsamfahrt galt. Also ich kenne da zum Beispiel so ein Bild, ich glaube das ist aus Schönebeck. Schönebeck? Schöneberg? Irgendwo bei Magdeburg jedenfalls. Da ist ein Hauptsignal, das zeigt HF1, also, beziehungsweise hier heißt es jetzt HP1, also Fahrt, mit einem ZS3 mit, ich glaube, einer 6 dran. Trotzdem fährt der Zug da mal 120 dran vorbei, weil in diesem Falle bei HF-Signalbegriffen damals das ZS3 nicht bei Fahrt galt, sondern nur bei Langsamfahrt. Hier heutzutage ist es anders, das ZS3 gilt immer bei Fahrt und Langsamfahrt, auch in den Bereichen der ehemaligen Reichsbahn. Das hat sich geändert, das heißt jetzt auch einheitlich alles HP2 und nicht mehr HF2 und VF2 hieß es auch, also was heute VR2 heißt, das war etwas anders bezeichnet, aber im Prinzip ist es noch immer dasselbe. Hier dran, die restlichen Signale sehen wir später noch. Hier haben wir unten noch das sogenannte Sperrsignal, SH0 zeigt das in diesem Falle, es ist hochstehend. Das muss immer SH1 zeigen, also der Balken muss um 45 Grad sich drehen. So ist es ein Haltbegriff, der muss sich um 45 Grad drehen, wenn wir hier oben Fahrtbegriff kriegen, sonst dürfen wir da nicht dran vorbeifahren. Weil beide Signale müssen immer Fahrt zeigen, außer als Rangierfahrt, da reicht hier das SH1, dann können wir hier am HP0 vorbei. Formsperrsignale sind generell nur dann eine Zustimmung, wenn sie hochstehend, also so wie hier sind. Es gibt die auch noch so quasi als Zwerg, dann stehen sie hier unten. Weil die an Gleissperren auch genauso aussehen und man das im Dunkeln eventuell nicht unterscheiden kann, das Ablegen einer Gleissperre aber keine Zustimmung durch den Weichenwerter ist, aber beim Rangieren haben wir einen Weichenwerter, keinen Feinsleiter, ist ein tiefstehendes SH1 an einem Formsperrsignal nie eine Zustimmung. Bei Lichtsperrsignalen schon, das ist was anderes, aber bei Formsperrsignalen ist ein tiefstehendes SH1 keine ausreichende Zustimmung. Da muss dann noch mündlich drauf zugestimmt werden. Ja. Wir fahren hier einfach mal los und ich habe wieder mal vergessen, den Hauptschalter einzulegen. Wie auch beim letzten Mal wieder, ohne SIFA, nur mit PCB, aber da sage ich auch nicht weiter was zu. Wir rollen jetzt mal ganz ein bisschen drauf zu. Währenddessen fliege ich schon mal nach vorne und erläutere schon mal das Signal hier, weil das ein bisschen länger wird. Hier haben wir Langsamfahrt erwarten, VR2. Die Scheibe steht senkrecht, ein grünes Licht, schräg darunter ein gelbes.
und der Pfeil steht schräg. Heißt, Fahrt mit 40 km/h erwarten. Im Reichsbahnbereich, huppa, ich werde schon wieder zu schnell hier. Im Reichsbahnbereich, hat man die Birnen getauscht. Hat folgenden Hintergrund, man hatte das HL-Signalsystem eingeführt. Und dieser Signalbegriff sieht im Dunkeln aus wie HL3A. HL3A heißt hier Fahrt mit 40 km/h am nächsten Signal mit Höchstgeschwindigkeit. Ist also ein krasser Gegensatz zu dem, was wir hier haben. Und damit da keine Unfälle passieren, hat man das getauscht, damit das nicht verwechselt werden kann. Deswegen hat man da, wie gesagt, dann die grüne Birne unten und die gelbe Birne oben. Und der Pfeil hier in der Mitte, der Zusatzpfeil, ist da weiß mit rotem Rand. Auch im Reichsbahnbereich kann die links unten die Optik komplett entfallen, hat man nur die obere Optik. Ja. Hier vorne dran ist noch ein Geschwindigkeitsvoranzeiger, das sogenannte ZS3V. Das ist jetzt dunkel, weil das für unseren Bereich nicht gilt. Ich hatte das bei den KS-Signalen erläutert. Ach, komm her. Ich hatte das bei den KS-Signalen erläutert, dass wir hier eine gelbe Zahl kriegen, die uns dann sagt, was wir am nächsten Signal zu fahren haben. Da könnte an diesem Signal jetzt noch eine 6 gezeigt werden, ist aber nicht so, weil das für unseren Fahrweg halt nicht gilt. Wenn dieses Signal als Fahrt zeigen würde, also VR1, dann würde die Scheibe oben flach liegen und wir hätten zwei grüne Lichter. Und der Pfeil, der wäre senkrecht, falls er vorhanden ist. Wenn das kein Langsamfahrt zeigen kann, ist dieser Pfeil gar nicht dran. Auch hier wieder im Reichsbahnbereich kann dann einfach nur ein grünes Licht gezeigt werden. Aber da vorne folgt gleich schon das nächste Hauptsignal. Das zeigt in diesem Fall HP2 Langsamfahrt. Das heißt, beide Flügel stehen im 45 Grad Winkel aufwärts. Das heißt dann Fahrt mit 40 km/h, sofern kein Zusatzanzeiger dran ist, das wäre hier das ZS3, das ist aber gerade dunkel. Also auf diesem Signal weiter mit 40. Das könnte jetzt auch Fahrt zeigen, theoretisch. Dann wäre der untere Flügel nicht vorhanden oder senkrecht. Das Licht wäre nicht da, dann hätten wir hier einen Flügel und grün. Das wäre dann Fahrt mit Streckengeschwindigkeit. Da wir den Flügel aber haben, Fahrt mit 40. Hier steht die sogenannte Rangierhalttafel. An der dürfen wir als Rangierfahrt nicht vorbeifahren. Wenn wir jetzt hier am Einfahrsignal vorbeirutschen, als Zugfahrt, würden wir hier zum Stehen kommen. Deswegen dürfen wir hier als Rangierfahrt nicht vorbeifahren. Hier haben wir noch das Geschwindigkeitssignal LF7. Das sagt uns, wir dürfen ab da 60 km/h fahren. Und dann steht hier noch das sogenannte SH2-Schutzhalt. Sagt uns, dass wir hier nicht rein dürfen. Warum, dürfte klar sein. Hier sieht man dann, dass die Formsignale teilweise von hinten so ein Sternlicht zeigen. Und da hatten wir wieder Langsamfahrt erwarten. Dieses Sternlicht, was da von hinten ist, ist auch nur noch bei älteren Anlagen so. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Formsignale da irgendwo stehen haben, die eine Petroleumbeleuchtung oder Gasbeleuchtung haben. Bei LED-beleuchteten Formsignalen leuchtet das nach hinten nicht mehr raus. Und wer das da ist, weiß ich auch nicht. Es ist halt so. Hier nebenan haben wir jetzt das sogenannte EL6, Halt für Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer. Scherzhaft auch immer HSV-Signal genannt. Ja, man sieht ja, dahinter hört der Draht auf. Da dürfen wir also ohne mit der E-Lok nicht dran vorbei. Hier dann wieder ein Sperrsignal SH1. Brauche ich, glaube ich, nicht groß was zu sagen. Hier in diesem Fall ein Sperrsignal für eine Gruppenausfahrt. Das Ausfahrsignal steht da hinten, also wir dürfen ab hier auf 40 beschleunigen, müssen nicht als Rangierfahrt vorziehen, sonst müssten wir nämlich 25 fahren. Hier haben wir dann wieder Formsperrsignale, zeigen SH0, hier das gleiche, müssten jetzt 45 Grad sich um 45 Grad sich drehen, dann könnten wir hier dran vorbeifahren. Auch hier wieder als Gruppensperrsignal, also wenn wir eine Ausfahrt kriegen von hier, dann mit 40 von hier weiter. Da steht dann noch das sogenannte Wartezeichen, das RA11. Heißt, wir müssen den Auftrag des Weichenwärters zur Rangierfahrt abwarten. Das heißt, wir kriegen hier oben SH1 und dürfen da dran vorbeifahren als Rangierfahrt.
Für Zugfahrten ist das völlig irrelevant. Also für Zugfahrten ist das quasi gar nicht da. Dann folgt hier auch schon als nächstes das Signal, das Zwischensignal U50, glaube ich. Wir haben hier jetzt Langsamfahrt mit Halt erwarten. Also man sieht hier, Halt erwarten, Scheibe senkrecht, Pfeil senkrecht, zwei gelbe Lichter. Und was man jetzt gleich sehen wird, Vorsignale an Formsignalen sind immer an. Also das Licht ist immer an. Bei Lichtsignalen werden die ja dunkel geschaltet, hier bleiben sie immer an. Na, ich war schon ganz fleißig hier, auch trotz der frühen Stunde. Wir haben es gerade 6.11 Uhr. Ich war heute Morgen schon extra hier um 5 Uhr auf Bahnhof unterwegs, habe da hinten die Stellenräte durchgesägt. Nur damit wir jetzt hier gleich angehalten werden und ein Ersatzsignal kriegen. So bin ich zu euch. Mitten in der Nacht fahre ich hier. Statt meines wohlverdienten Schlafs. Gut, eigentlich ist es gerade 16.12 Uhr, aber das ist ja egal. Ja, hier haben wir jetzt HP0, also Halt. Und da haben wir jetzt das Ersatzsignal. Das erlaubt uns an diesem Signal vorbeizufahren, obwohl es Halt zeigt. Das sind drei gelbe Lichter in Form eines A's, ZS1 Ersatzsignal. 40 km/h bis zum nächsten Hauptsignal oder bis zum Ende des Weichenbereichs. Da das ein Zwischensignal ist, auch wenn man es an der Bezeichnung nicht erkennen kann, wie gesagt, das passt in diesem Bahnhof überhaupt nicht. Dürfen wir mit 40 km/h bis zum nächsten Signal fahren. Das könnte jetzt theoretisch auch Gegengleisfahrersatzsignal ZS8 zeigen. Ich hatte ja letztes Mal erklärt, dass wir ins Gegengleis nur mit einem Auftrag fahren dürfen. ZS1 dürfen wir nicht mehr ins Gegengleis. Wenn dieses A blinkt, sagen einige dazu, das kaputte ZS1. Wenn dieses A dann blinkt, dann dürfen wir ins Gegengleis fahren. Ja. Oder wenn wir ein ZS1 kriegen und dazu einen schriftlichen Befehl. Oder wir kriegen ZS1 und dazu dann den Gegengleisanzeiger, den wir letztes Mal hatten. Dann dürfen wir da auch dran vorbeifahren. Hier haben wir wieder ein paar niedrig stehende Sperrsignale. Wie gesagt, keine eindeutige Zustimmung, wenn da SH1 gezeigt wird. Die symbolisieren jetzt hier auch eine Gleissperre. So. Hier haben wir wieder VR0, Halt erwarten. Unten dran noch ein Sperrsignal. Sperrsignale müssen natürlich immer alle Fahrt SH1 zeigen, sonst dürfen wir da nicht dran vorbeifahren. Wir rollen jetzt ganz gemütlich noch da hinten hin. Hier sieht man wieder schön die Sternlichter von hinten an den Hauptsignalen. Da vorne müssen wir das gleich wunderbar sehen. Da sieht man es. Ja, wir haben da hinten jetzt wieder Hauptsignale, wo ein Sperrsignal mit dran ist. Also man kann bei Signalen immer sagen, grobe Faustregel ist immer, wenn das 5 Meter davor steht, also alles, was im Abstand von 5 Meter zueinander steht, ist am gleichen Standort. Also wenn ein Vorsignal 4 Meter vom Hauptsignal steht, dann ist es am gleichen Standort. Steht ein Sperrsignal 4 Meter vom Hauptsignal, ist es am gleichen Standort. Steht es 6 Meter davor, ist es nicht mehr am gleichen Standort. Kriegen wir dann im Sperrsignal SH1, dürfen wir trotzdem nicht an dem Hauptsignal vorbeifahren. Auch hier gilt wieder, Lichtsperrsignale müssen SH1 zeigen oder Kennlicht, wenn sie ein Mastschild haben und ich hier Fahrtbegriff kriege. Die haben ja alle ein Mastschild, was in der Realität nicht so ist, weil die nämlich in der Realität einfach ausgehen. Aber hier sehen wir jetzt oben HP0, unten HP0. Jetzt haben wir da SH1, jetzt dürfen wir an Rangierfahrt dran vorbeifahren. Übergang, Zugfahrt, Rangierfahrt, immer anhalten. Aber wir wollen da eh nicht weiterfahren, ich wollte jetzt nämlich hier bleiben. Hier sehen wir jetzt, das hat ein Mastschild. Wenn wir jetzt hier oben HP2 kriegen würden, beziehungsweise an diesem hier. Also das da ist für uns gültig. Ich erläutere das nur an diesem, weil wir da näher dran stehen. Wenn jetzt hier HP2 oben wäre, müsste dieses Lichtsperrsignal entweder Kennlicht, also ein weißes Licht, oder SH1, also so wie da, zeigen. Denn hier ist ein Mastschild dran. Wenn das dunkel wäre, würde das Lichtsperrsignal als gestört gelten und dieses Mastschild würde uns zwingen, uns hier einen schriftlichen Befehl einzuholen. Weil wir an diesem Mastschild auch kein Ersatzsignal schalten können.
Deswegen muss das immer SH1 zeigen. Wie gesagt, in der Realität hat man die Mastschilder gar nicht an, hat man die Mastschilder irgendwann abgebaut und die Dinger gehen einfach aus. Spart man sich wohl die Schaltung, ist wohl einfacher. Ja, das wär's soweit. Ich hoffe, es war interessant. Bedanke mich fürs Zuschauen und warum hat er jetzt den Hauptschalter nicht ausgelegt? Na egal. Wie gesagt, ich hoffe, es war interessant. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und Fragen, Anregungen und ähnliches bitte immer hier, wie immer, hier drunter posten. Oder im Razem Forum im entsprechenden Thread posten, wo ich dieses Video auch gepostet habe dann wahrscheinlich. Ja. Wie gesagt, Fragen, Anregungen, Nöte. Wenn irgendwas unklar ist, irgendwelche Wünsche, was ich vielleicht bahntechnisch nochmal erläutern soll, oder auch zum Editor oder zu sonst was, gerne an mich richten. Da beschäftige ich mich gerne mit. Kann ich gerne alles erläutern. Was auf jeden Fall noch folgen wird, ist, was ich ja auch im letzten Video schon gesagt hatte, ein Video zu den HV-Lichtsignalen. Da ist allerdings mein Bahnhof für im Moment noch nicht ganz fertig, deswegen kommt das später. Also das wird definitiv nochmal kommen. Aber nicht jetzt. HL-Signale werde ich vielleicht irgendwann mal machen. Ich glaube, mittlerweile gibt es ja einen Bahnhof, wo man das machen könnte. Mit dem Projekt Freiberg. Aber da muss ich mal gucken, ob ich die auch mal erläutere. Eventuell mache ich das nochmal. Wobei ich mich da selbst nicht so gut auskenne, weil ich, wie gesagt, nicht im ehemaligen Reichsbahnbereich fahre. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann auf Wiedersehen. Wir haben es kurz vor Silvester. Da wünsche ich einen guten Rutsch. Und dann bis zum nächsten Mal.